Roma steht für ein neues Zeitalter der urbanen Mobilität. Das innovative Unternehmen entwickelt kraftvolle Speed-Pedelecs mit integriertem Design, voller Konnektivität und herausragenden Fahreigenschaften. In 2022 wurden weltweit 99 Millionen Kilometer mit Stromern gefahren und es werden immer mehr. Heute bin ich zu Besuch bei Stromer im Schweizer Kanton Bern und gespannt, mehr über dieses innovative Unternehmen zu erfahren. Hey! Hallo! Hallo, freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Claudia. Ja, gleichfalls. Ich bin der Tommy. Herzlich Hi, willkommen. Hi, Tommy. Freut mich. Hallo, Claudia. Karl Ludwig. Karl Ludwig. Gute Anreise gehabt. Du, hat alles super geklappt. Aber ich muss sagen, ich bin so froh, jetzt hier in der Schweiz zu sein. Die Sonne scheint. Ihr habt ja perfektes Wetter ausgesucht für unser Interview. Ja, dann zum Fahrradfahren. Das stimmt. Das machen wir nachher auf jeden Fall. Ich brauche noch andere Schuhe mit. Keine Angst. Aber dann beginnen wir doch zuerst mit einem Kaffee, oder? Kaffee ist eine super Idee. Habt ihr ein bisschen Schoki auch? Ja, und die Schweizer Schokolade. Na klar, da können wir auch noch was finden. Dann gehen wir doch mal rein. Danke. Tommy, Karl Ludwig, es freut mich sehr, euch beide heute kennenzulernen. Vielen lieben Dank, dass wir euch besuchen dürfen hier bei Stromer in der Schweiz. Und um euch auch so ein klein wenig kennenzulernen am Anfang, würde mich mal interessieren, wer seid ihr, was sind eure Leidenschaften, was treibt dich an? Tommy, starten wir einmal mit dir. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Tommy Viala und hört schon vom Namen. Ich bin halb Finne, halb Schweizer, aber in der Schweiz aufgewachsen, was würde man für den Dialekt hören. Große Leidenschaft ist Sport und das kann man sich auch sehr gut mit Stromer vereinbaren, obwohl Stromer ein Motor ist. Aber Stromer steht für mich ganz klar für Leidenschaft, Performance und Freiheitsgefühl. Und das erlebe ich jeden Tag, wenn ich selber mit dem Stromer zur Arbeit fahre. Karl Ludwig, wer bist du und was ist Stromer für dich? Mein Name ist Karl Ludwig Klei, ich bin jetzt seit etwa 2 Jahren bei Stromer. Alles begann mal mit einer Testfahrt auf einem Bike. Das hat mich so fasziniert, dass ich unbedingt Teil der Stromer-Familie werden wollte. Bin ich froh und glücklich, meinen Beitrag hier leisten zu dürfen. Stromer steht für mich neben Passion, Speed, auch vor allem für Design. Das ist ein großartiges Designobjekt. Haben wir gerade bewiesen, wieder, indem wir einen neuen Red Dot Award für unser neuestes Bike bekommen haben. Und ich werde heute auch eine Testfahrt machen. Wer weiß, vielleicht fahre ich sogar mit euren Bikes zurück nach Hause. Ich habe dir noch einen Fahrradhelm dabei. Ja, das super. Ist Pflicht, das mit dem Speedpedelec und man braucht auch ein Kennzeichen und einen Führerschein. Also ab 14 Jahren darf man so ein Rad fahren. Okay, das heißt, ich brauche einen PKW oder Motorradführerschein. Genau. Ah, okay. Gut, da bin ich safe. Habe ich. Gehen wir doch mal das versuchen. Yay! Tommy, du bist ehemaliger Athlet und hast einen sehr starken Leistungssport-Hintergrund. Du warst 7 Jahre in der Langlauf-Nationalmannschaft und 5 Jahre in der finnischen Inline-Speed-Skating-Nationalmannschaft. Würdest du sagen, dass deine Sportlervergangenheit das Unternehmen geprägt und beeinflusst hat? Und wenn ja, wie? Ja, also ich glaube, in den letzten 9 Jahren, seit ich da bin, habe ich schon das bisschen mitgenommen, was mich früher als Jugendliche geblieben hat, Höchstleistung zu bringen. Und man hat schon sehr früh, habe ich gelernt, mit dem Druck und der Niederlagen umzugehen, aber auch, nichts ist unmöglich. Und das habe ich schon, glaube ich, geschafft, das Team mit diesem Feuer und Inspiration zu begeistern. Du hast gerade gesagt, du bist schon 9 Jahre dabei. Was treibt dich an? Woher nimmst du deine Leidenschaft? Ja, es ist eine große Leidenschaft, etwas zu bewegen. Ich kam zu Stromer, da kaufte damals den Gründer, Thomas Pinkelig, weil wir uns schon sehr lange kennen. Und da war es noch ein Schweizer Unternehmen. Und ich bekam jetzt den Auftrag, das international auszurollen. Und so eine Möglichkeit kriegt man nicht jeden Tag. Und wir sind mittlerweile bei 20 Ländern und wir dürfen, glaube ich, sehr stolz sein. Und wir sind fast Marktführer. Und das spornt einen schon an, zusammen mit dem Team, mit den Leuten einzusagen, hey, wir sind der Porsche der E-Bikes. Dann bleiben wir doch ein klein wenig noch bei der Historie von Stromer. Denn damals wurde das Unternehmen gegründet von Thomas Bingeli. Die Geburtsstunde des ersten Stromers war im Jahr 2009. Und auch damals wurde es schon angetrieben von diesen neuen Technologien, die überall entstanden sind. Und ihr wolltet ein E-Speedbike entwickeln, was es so auf dem Markt nicht gibt und was sich auch vom Image ganz klar abhebt von anderen E-Speedbikes. Deshalb die Frage, Tommy, wenn du einmal zurückblickst, was hat sich denn in den 14 Jahren so alles verändert, was ist passiert? Ja, also es war eigentlich interessant, weil 2009 kamen halt auf diese neuen iPhones und das hat auch damals ein Gründer dazu betrieben, sagen, hey, die E-Bikes sehen hässlich aus, sind eher für ältere Leute und er wollte eigentlich sagen, hey, lass uns die Batterie verschwinden. Das war eigentlich, wo wir heute noch ein Patent haben.
Und so kam es eigentlich dazu, auch dass schon 2011 der Leonardo DiCaprio in New York einen Fachhandel von uns 10 Stromer gekauft hat. Und die Presse hat das natürlich gerade gezeigt, das war schon sehr früh. Und das hat ihn auch dazu getrieben, dass wir eigentlich schon in 2014 gesagt haben, okay, wir haben mit einem Bike begonnen, aber lass uns in den nächsten Level gehen. Und Konnektivität war damals auch kein Thema, aber wir haben damals doch den Mut gehabt, als Firma das zu tun. Das heißt, wir haben eine SIM-Karte ins Bike eingebaut. Das heißt, man konnte schon seit 2014 wissen, wo ist mein Rad, wenn es gestohlen ist, gibt es eine Meldung. Auf diesem Weg kamen auch Firmen dazu, die mit uns entwickeln wollten, zum Beispiel Pirelli. Sind auch sehr bekannt, die haben exklusiv mit uns einen Speedpedal-Reifen entwickelt, nur für uns. Oder kommen auf Pinion, die Grünen bekommen von Porsche her, die haben ein Getriebe entwickelt, ein elektronisches Getriebe. Und das letzte Highlight, das noch eines dazu kam, war letztes Jahr, da haben wir die Marke Designio, die ist aus Spanien, zu uns in die Gruppe reingenommen. Die deckt eigentlich die 25 km/h Bereiche ab. Und so sind wir eigentlich jetzt mit 45 und 25 eigentlich perfekt aufgestellt, für auch die zukünftige Mobilitätsnachfrage abzudecken. Das sind natürlich Erfolgsgeschichten, die du mit uns teilst. Und es hört sich großartig an, auch Highlights zu erzählen. Aber, Karl Ludwig, gab es denn auch Stolpersteine, die euch in den Weg gelegt wurden? Und wenn ja, wie habt ihr diese Hürden überwunden? Also wenn wir uns ein Stromer-Bike anschauen und mal mit anderen Fahrrädern vergleichen, ist, glaube ich, eines unserer Alleinstellungsmerkmale, dass wir die komplette Technik selbst entwickelt haben. Das ist ein sehr hochkomplexes Gefährt. Das gibt uns viele Freiheitsgrade im Rahmen der Nutzung des Bikes. Wir können schnell neue Features dazu entwickeln. Aber es ist natürlich für ein doch relativ kleines Unternehmen wie uns auch ein langer und beschwerlicher Weg, dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Ein komplett fehlerfreies, top funktionierendes Bike zu entwickeln. Und das kostet viel Zeit und Nerven, aber mit dem Team gemeinsam haben wir da eigentlich die Reise bis heute hin geschafft. Bis 2018 habt ihr ja in Asien produziert. Danach habt ihr euch aber doch entschlossen, die Stromer Bikes hier in der Schweiz zu montieren. Warum habt ihr euch letztendlich doch dazu entschieden, den Produktionsstandort Schweiz weiter auszubauen und dann hier auch sesshaft zu sein? In erster Linie liegt es wohl an der Komplexität der Bikes. Ja, das ist ein relativ schwierig zu montierendes Bike, sodass wir viel näher an der Produktion sein wollten. Dadurch, dass wir hier am Campus auch die Fahrräder fertigen, können wir jederzeit in die Produktion eingreifen. Wir können Änderungen umsetzen. Wenn wir ein Bike in Asien abrufen würden, würde es ewig dauern, bis es hier ist. Das heißt, wir können jetzt nach einer Bestellung innerhalb kürzester Zeit ein Bike auch fertigstellen und ausliefern. Und dann finde ich es eigentlich auch großartig, dass wir Arbeitsplätze hier in der Schweiz, im Land von Stromer, wo Stromer erfunden wurde, halten können, weiter ausbauen können. Denn wir wollen mit der Marke ja wachsen und mehr Bikes produzieren. Dazu kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ein anderes Thema, was ich gerne mit dir aufgreifen möchte, ist Klimawandel, European Green Deal, Verkehrswende. Das sind so wichtige Themen in der Politik, in der Wirtschaft, aber natürlich auch für die ganze Gesellschaft. Warum sind die Innovationen von Stromer ein wichtiger Lösungsansatz bei der Mobilitätsfrage und ganz explizit bei der Mikromobilität? Also wir von Stromer glauben, dass wir gerade in diesem Pendelbereich zwischen 2 und 20 Kilometern mit unseren Speedpedelecs genau die Lösung anbieten, um ohne auf Komfort oder Geschwindigkeit verzichten zu müssen, entspannt und auch gesund an seinen Arbeitsort zu kommen. Und am Schluss sparen wir CO2 ein durch die Nutzung eines Fahrrads, nicht nur beim Bewegen selber, sondern auch, weil wir ein Fahrrad mit einem deutlich geringeren CO2-Footprint produzieren können als ein Auto. Tommy, lass uns mal über länderspezifische Herausforderungen sprechen. Wo war es denn eher leicht, Fuß zu fassen? Und wo stoßt ihr auch ab und zu an eure Grenzen mit den Speedpedelecs? Dort, wo es schon mal ein E-Bike-Markt gibt, die 25 km/h, da gibt schon ein Bewusstsein von E-Bikes. Und dort, wo das noch nicht so da ist, da gibt es Griechenland zum Beispiel, wir sind auch in Dubai. Dort ist es sehr am Anfang, da muss man die Leute quasi noch dazu bringen, dass sie das Auto stehen lassen und das ins Speedpedelec suchen. Tommy, dann kann ich mir vorstellen, dass es aber auch ganz explizite Gründe gibt, warum die Beneländer, also Belgien und die Niederlande und auch die Schweiz eure Hauptmärkte sind. Wie ist denn dort die Situation im Vergleich zu Deutschland? In diesen drei Ländern ist das Speedpedelec erlaubt auf dem Fahrradweg. In Holland gibt es also einen Mittelweg, also in den Städten, da muss man auf der Straße fahren.
außerhalb der Städte kamen auf die Fahrradwege und Holland hat ein sehr gutes Fahrradnetz. Und dann Belgien und Schweiz ist eigentlich weiter, da muss man auf dem Fahrradweg fahren, denn in Belgien kann man sogar noch Geld verdienen. Also da zahlt der Staat noch einen Beitrag, wenn man das Auto stehen lässt und vielleicht damit das Speedbelag zur Arbeit fährt. Deshalb sind diese drei Märkte ein bisschen weiter weg als alle anderen, aber wir gehen davon aus, dass die anderen Länder da nachziehen und sehr wahrscheinlich hoffentlich auch Deutschland. Karl Ludwig, an Ideen für Innovationen und Produktverbesserungen fehlt es euch und eurem großartigen Team von ca. 150 Mitarbeitenden definitiv nicht. Und ein ganz wichtiger Bestandteil ist dabei auch der Stromer Campus. Kannst du uns ein klein wenig über den Campus erzählen? Was passiert hier alles und warum ist das für euch so ein Kernpunkt auch in der Entwicklung und Produktion? Also hier am Standort in Oberwangen haben wir eigentlich alle Teile unserer Wertschöpfung zusammen. Wir haben sogar hier eine kleine Verkaufsstelle, wo wir selber E-Bikes verkaufen und auch eine Kundennähe sogar herstellen können hier, was für uns extrem wichtig ist. Für uns ist wichtig, kurze Wege zwischen den Mitarbeitern, denn es ist nicht einer, der ein E-Bike entwickelt. Es müssen alle ganz eng miteinander zusammenarbeiten, um in kürzester Zeit die Innovationen auch marktreif zu machen. Stell dir vor, wir treffen uns in 10 oder 20 Jahren wieder zum Interview. Und worüber berichtest du mir voller Stolz und Leidenschaft, was passiert ist? Ich glaube, was wir dringend schaffen wollen und erhalten wollen, ist, dass wir nach wie vor Marktführer im Speedpedelec-Bereich sind. Die Marke hat sich in den letzten Jahren fantastisch entwickelt. Das wollen wir uns erhalten. Das schaffen wir nur, wenn wir weiter an Innovationen arbeiten, weiter an Modellen arbeiten. Ich hoffe, dass wir in 10 Jahren uns hier wieder treffen können und wir haben das Wachstum, was wir uns vorgenommen haben, realisiert. Wir sind nach wie vor Marktführer. Wir haben ein fantastisches Produkt, das Performance- und Passion-Versprechen, das wir heute geben, auch immer noch halten können. Das hört sich fantastisch an. Tommy, Karl Ludwig, vielen lieben Dank für eure Zeit. Herzlichen Dank für das spannende Interview. Und ich wünsche euch großartige Projekte in der Zukunft. Danke.